Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zestiria. Kennt ihr den Ort noch? Ja, hier haben wir Edna zum ersten Mal getroffen und den anderen Typen, der Savet, glaube ich. Und wow. Ja. Und wie man auf der Karte sehen kann, da ist ein Ausrufezeichen da ganz am Ende. Also, ja. Hier scheint noch irgendeine Quest zu sein. Gut, ne? Ich wollte eigentlich noch ankündigen, dass wir im letzten Part hier hingehen. Und ja. Wurde aber nichts aus, hat man gemerkt, ne? Und ja, hier sind ja so einige Klippen noch gewesen, von denen ich ganz am Anfang irgendwie. Ja, guck mal, ja. Mich gewundert hab, wie man da rüberkommt. Und ja, jetzt können wir da rüber. Gut, ne? Erstmal können wir den ganzen Berg hoffentlich erfinden. Was zum. Okay, das war ein sehr fancyer Angriff. So, wir haben alle vier Elemente. Wir können ja hoffentlich hier. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass hier irgendwie so ein optionaler Boss noch kommt. Also so ein Mini-Boss. Aber wenn wir Pech haben, kämpfen wir sogar gegen Ednas Bruder. Yay. Das so gut ist. Weiß ich nicht. Vor allem wegen den moralischen Sachen schon. Aber ja. Allein deswegen. Und haben wir nicht gegen den gekämpft mal? Ja, ich wollte noch gucken, ob der Schwierigkeitsgrad ist. So, gucken wir mal. Drache, ne? Okay, der ist ja nicht. Hier nicht anvisiert irgendwie so. Verdammt. Wird nur dann tun, die irgendwie da auftauchen. Ja, wie gesagt, kann ja nicht schaden, wenn wir mal ein bisschen hier hochgehen. Ja, aber ich glaube, der war doch noch ein bisschen höher gelevelt. Da kommen wir jetzt auch durch. Wo ja nicht so gut Schätze sind, oder? Haarsträhne doch. Hat die keine Radiowellen empfangen? Radiosignale empfangen. Das ist Absicht, das muss Absicht sein. Wen gehen wir das denn? Jetzt schon. Der hat hier schon. Sieht komisch aus. Ja, bei Mikleo warten wir noch was Besonderes. Warte mal, kann ich die Sonnenbrille und die alberne Brille machen? Ist die. Sehr gut. Mikleo ohne Sonnenbrille geht nicht. Ganz wie Edna ohne Schirm. Ja, ich darf klar, die mit dem Schirm kämpft. Nach 70 Parts, ne? Na gut. Dann speichern wir mal vielleicht hier. Der ist bestimmt so irgendwie wie Level 100 oder so, ne? Ich weiß da gar nicht mehr, als wir den getroffen. Ich meine, wir haben den doch getroffen und da mussten wir irgendwie nur einfach wegrennen. Bin mir auch nicht sicher. Im Intro kommt ja auch ein Drache vor. Ist das vielleicht der Bruder von Edna? Fliegen wir mit denen irgendwann so durch die Welt? Kann ich mir gut vorstellen. So, bis dahin konnten wir bis jetzt hingehen, aber da ist so ein riesiger Stein im Weg. Den müssen wir jetzt kaputt hauen. Damit wir weiterkommen. Dann sind wir ja ein bisschen weiter.
Und ich komme da ein paar Gegner, die ein bisschen stärker sind. Busch. Busch. Wow, hier wird es auf einmal dunkel. Wir haben aber immer noch die gleichen Gegner rum. Enttäuschend. Mein Gott, jetzt war mal vollkommen die andere Atmosphäre. Sagst du irgendwas zu denen? Nein. Da lang. Uff. Verstehen die solche Sachen neuen Weg, nachdem ich hier den einen aus dem Weg geräumt habe. Da bin ich irgendwie da irgendwie um die Ecke komme und versuche, ja, die Steine kaputt zu machen, wenn ich nicht weiterkomme. Rollenspiel-Logik. Ich hoffe nur, da oben ist irgendwo ein Speicherpunkt. Und zur Not irgendwie da importen können. Ups, hier noch nicht. Wollt ihr in der Level 19 Viecher, die auf Level 30 vielleicht hochleveln, wenn sie sich zusammentun? Immer nach rechts für den Sackgasse, und da ist ein Speicherpunkt ausgezeichnet. Wollte Edna nicht auch, dass wir den umbringen, den Bruder, damit dass sein Leid irgendwie von seinem Leid befreit wird, irgendwie sowas? Oder hat Sori irgendwie versprochen, ist das schon so lange her? Dass er irgendwie läutern wird. Ich glaube, Edna hat dann irgendwie so gesagt, geht nicht mehr, weil er jetzt ein Drache ist und ja. Das ist schon alles so lange her, ne? Das war Part, weiß ich nicht. 15, 16, irgendwie sowas. Zwei hier waren. Ja, ne, diesmal nach links. Guck mal. Ich muss schon sagen, du bist auch kaputt. Ja, die Monster sollten sich mal angucken, was ich mache, ne? Was? Also, ich dachte irgendwie, da wäre ein Ausgang zu irgendwo. Du bist eine goldene Truhe, ne? Boah, ich mag goldene Schüsse. Sind die Schätze auch nicht so gut? Das ist ja halt blöd, die sind nicht geskriptet, die Schätze. Kann ich ja noch so seltene Truhen finden, habe ich das Gefühl. Norman. Machst du da, willst du springen? Tu's nicht! Windu, hast du noch Ausrüstung? Ja. Windangusskraft. Diesel, komm mal her. Ja, glaube ich, richtig gute Dinger jetzt. Das Piss, gibt Angus noch plus 168. Ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Windur. Meinst du etwa Windor? Tales of Graces F, das ist eine Anspielung, ich erkenne es. Scheint überhaupt nicht auf ausgelegt, aber okay. Da bin ich ja richtig, ja, warte mal. Ich da schon, ja, da ist die Truhe. Boah, bitte lass uns nicht gegen den Drachen kämpfen. Außer er ist so auf unserem Level, dann machen wir den platt. Aber ich bezweifle es. Ich könnte mir doch vorstellen, ist so auf dem ungefähren Level wie Heldalf. Ich weiß nicht. Ja. Ob das mal falsch ist. Egal.
Nicht so, als wäre irgendwas Interessantes passiert. Ich habe eine Haarsträhne gefunden, der Part Highlight. Dieses Parts bis jetzt. Dass er noch nicht gekommen ist und uns, weiß ich nicht, schon begrüßt hat hier. Letztens war er schon so ganz tief unten, jetzt ist er hier oben und jetzt sind wir schon hier oben und der lässt sich noch nicht mal blicken. Ah. Hallo, na? Was geht? Alter, du hast 4. Ich kann den gar nicht. Was? Okay, macht Sinn, ne? Mal laden wir mal. Um auf den Weg zurückzulaufen. Wow, das heißt, wenn wir irgendwann gegen ihn kämpfen, dann ohne Edna. Das ist mal heftig. Weil Level 104 sehr optional aus, so nach der Story optional. Also ich glaube nicht, dass wir den irgendwie dann als Flug Unterstützung bekommen. Da würde ich sagen, wir gehen jetzt nach... Boah, wo war das? Ich weiß, wo das war, aber wie ist der Ort? Ich weiß es nicht. Da? War das vom Wasserfall? Ich weiß es nicht. Oh. Ich dachte, so ein verlassenes Kilf ist irgendwie so, weiß ich nicht. Da unten, aber da unten muss es sein, ja. Sehen wir ja schon. War da hin müssen. Ich habe immer so Angst. Willst du mich auf den Arm nehmen? Jetzt kämpfen wir noch, okay. Wenn du unbedingt willst. So, was hast du davon? Jetzt bist du tot. Das war dein Leben. Meine Güte. Ich habe immer Angst, dass wenn ich irgendwie Story zu schnell im Alter mache, dass dann irgendwelche Sachen verpassbar werden. Alicia in Gefangenschaft. こっちは約束を守った。捕まえて送る理由はないさ。だよな。よかった。もっとも。前と同じじゃないでしょうけど。そうでしょ。実際にローランスとの衝突は起こってしまった。そんな状況で和平なんて唱えたら微妙な立場がさらに悪くなるだろうな。それでおとなしくしてくれる子だったらいいんだけどね。アリーシャさんの王族。 So. Im Moment 6 Sachen. Boah. 6 Sachen. Und was ich sagen wollte, ich habe irgendwie Schiss, dass wenn ich die Story zu schnell mache, dass dann irgendwie einige Quests wegfallen. Deswegen hoffe ich, dass wenn wir hier alles erledigt haben, im Dingens. Okay. In diesem Wasserfall. Ob dann noch alle 6, also andere. Ne, warte mal. Wir haben jetzt noch 4 Nebenquests, ne? Ja. Ich hoffe, die sind dann noch alle verfügbar. Die, die ich noch nicht gefunden habe, ja, bin ja selbst schuld. Falls es noch welche gibt. Vielleicht habe ich ja alle. Vielleicht ist es ja nicht so schlimm wie in anderen Spielen. Ich denke so an Tales of the Abyss.
oder Symphonia, wo alles sehr schnell verpassbar war. Bei Xillia oder Xillia 2 und Crisis F war das nicht so schlimm. Aber naja, die können ja die Situation wieder zurückbringen. あめの地様に使える。誤報転属アウトだ。早速だけど、水の非力を授けてもらうにはどうすれば。了解。俺の剣は当たるな。何何何？剣。上に何かいる。今日も明日も。明日。怒りを。こっちクリーグス。何何何？剣。上に何かいる。今日も明日も。明日。怒りを。こっちクリーグス。何何何？剣。上に何かいる。今日も明日も。明日。怒りを。こっちクリーグス。何何何？剣。上に何かいる。今日も明日も。明日。怒りを。こっちクリーグス。何何何？剣。上に何かいる。今日も明日も。明日。怒りを。こっちクリーグス。何何何？剣。上に何かいる。今日も明日も。明日。怒りを。こっちクリーグス。何何何？剣。上に何かいる。今日も明日も。明日。怒りを。こっちクリーグス。何何何？剣。上に何かいる。今日も明日も。明日。怒りを。こっちクリーグス。何何何？剣。上に何かいる。今
Ja, achso, muss schon sagen. Ja, du. Wunderschüssler. Was? Mein Gott, sorry, das war ein bisschen gemein. Oh, ich greife die ganze Zeit mit was Feuerangriffen an. Ja, geblieben. Man könnte mal aufhören, meine Gegner mal wegzuhauen. Quatsch durch. Mehr Angriff oder nee. Normal. Da muss ich mir halt alles merken oder so. Der ein Speed war, der vom Wasser Seraph. Oh hey. Wolltest du mich nicht wieder zum Dings bringen? Boah, echt. Oh nee, ne? Da wird jetzt. Muss halt echt so ein Kack sein. Er muss mich wirklich zum Anfang wieder zurückbringen. Ganz zum Anfang. Was? Aquafund. Dann er zwei Rücken. Diesel, kannst du mal bitte normale Angriffe einsetzen, also nicht die Dingens. Na, mach mal den. Weil du bist mehr auf Angriffskraft ausgelegt. Der greift die ganze Zeit mit Dingsarzt an, mit Seraphischen. Natürlich nicht sehr gut. Gehen wir erst nach links. Würde ich sagen. Boah, nee. Nee, boah, ich habe ich keine. Ich wollte nicht wechseln. Ich will drei. Gehen wir erst da lang. Merklich, auf dem Boden sind diese Zeichen. Die sorgen dafür, wenn man irgendwie seine Dings verliert. Okay. Okay, ich nehme an, da kann ich dann in. Ja, trotzdem noch da hinten durch können. Hallo. Wow, du siehst aus wie aus Graces F. Wow, noch mehr Art Angriffe. What? Das wollte ich jetzt nicht wissen, Edna. Wir waren, wir kommen so auf die linke Seite. Viecher sehen aus wie aus Graces F hier, diese von Lambda. Oder? Ich bin hier auf der Seite.
Funktioniert halt so, wie ich mir denke. Ja, die werden auf dem Boden angezeigt, sehr gut. Okay. Diese Musik, ne? So, hier komme ich aber nicht weiter. Vielleicht muss ich auch irgendwas mit den Augen machen. Kann ich die irgendwie ausstellen? Ich glaube nicht, ne? An Toro erinnert mich das, genau. So Toro Project. Fällt mir gerade so auf. Weil der zweite Tempel hat mich an Madoka Magic erinnert, der hier an Toho. Was hat mich der erste erinnert? An gar nichts, oder was? 25. Jahr des gemeinsamen Kalenders, Monat des Weisen. Ich bin bereit seit 3 Jahren der Hirte. Ich widme mein Leben den Pflichten, die ich erfüllen muss. Weil die Bosheit regeneriert sich dennoch ständig. Ich muss etwas unternehmen. Ich will noch mehr Menschen retten. Ey! Ich muss die ganzen Menschen retten. Verdammt, der war doch gerade. Ja, eine geile, das ist eine Ego-Perspektive, ja. Quarz-Tiara. Doch, ist es. Ja, wo komme ich hier hin? Ich habe einen Speicherpunkt hier drin, ne? Das wäre optimal. Zentrale Höhle. Ich da irgendwie zum zweiten Geschoss oder irgendwie sowas. Ich werde jetzt erstmal hier durch. Ja, hier komme ich nicht raus. Das ist nicht gut. Die Bosse legt sich weiter in das Land, Tag für Tag. Ich bin hilflos und kann weder den Krieg noch den Chaos aufhalten. Ich bin zwar der Hirte, aber dennoch habe ich nicht genügend Kraft. Ich brauche mehr Stärke, um die Bosse zu bezwingen. Ja, ne, was für ein Zufall, dass dieser rasende Irre ausgerechnet jetzt hier ist, während wir die Prüfung machen. Wurde alles nur so eingeleitet von dem einen Typen, ne? Kann ich mir so vorstellen. Norman! Oh, kein Teleporter oder irgendwie sowas. Ich hätte mir so gedacht. Doch, da ist einer. Dann gehen wir ja wieder hier raus, würde ich sagen. Okay. Einen habe ich auch verpasst. Gut, dann gehen wir erstmal hier raus. Speichern. Oder ich gehe raus und speichere. Ich hoffe, wir können hier raus. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Zestiria. Ich kann ja raus, oder? Mach keinen Mist. Okay. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.